Darf man AfD-Wähler in seinem Twitch-Chat bannen? Das ist auch ein Thema, wo man echt mal drüber reden kann. Und was ich dann tatsächlich relativ interessant finde. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde das Thema an sich sehr interessant. Es geht darum, um das Thema QNV, Annie the Duck. Annie the Duck hat jemanden gebannt von ihrem Twitch-Livestream, weil er irgendwelche Rassismus-Sachen reingehauen hat oder AfD-Wähler war oder was weiß ich, und hat das gesagt. Und den hat sie gebannt. Ich bin gespannt, was Dude mit Maske sagt. Und QNV hatte gemeint, hier, das geht gar nicht. Wir sind ja in der Demokratie und dass man das so unterdrückt, das geht nicht. Das versteht er nicht. Meine Ansicht ist, dass Annie the Duck in ihrem Livestream machen kann, was sie will. Die kann von mir aus auch alle Linken dort rausbannen. Jeder hat das Recht, seinen Twitch-Channel so zu machen, so zu gestalten, wie er möchte. Und ich sag mal so, wenn das so ist, dass man die AfDler, sag ich mal, dort rausbannt, dann ist es halt so. Es ist ihr gutes Recht und deswegen, ja, von mir aus kann man das machen, weil letztendlich hat es uns nicht zu stören. Es ist ihr Channel und nur weil Deutschland eine Demokratie hat oder so, heißt nicht, dass ihr Chat oder ihr Twitch-Kanal automatisch demokratisch am Start ist. Yeah, was geht ab? Also ich finde wirklich, ein Twitch-Kanal hat nichts mit Demokratie, also finde ich, hat nicht viel mit Demokratie zu tun, weil du bist letztendlich der, der es sagen hat. Du kannst machen, was du willst. Hier bist du im Prinzip so im weitesten Sinne der Diktator, wobei du auch noch untergestellt bist von Twitch, aber das ist jetzt mal egal. Du hast das Bestimmungsrecht, wen du auf Twitch in deinen Chat lässt und wen nicht. Auf der Suche nach halbwegs spannenden Themen ist mir heute auf Instagram ein Clip von Annie the Duck ins Auge gesprungen. Ich will die AfD, was jetzt? Kein Problem, du wirst gebannt. Einmal bitte Tron of Nico bannen in meinem Chat. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich kann nicht Rassisten auslöschen. Die wird es leider immer geben. Aber ich kann jetzt meinen Chat bannen und ich kann ihnen sagen, dass sie die Fresse halten sollen, weil sie Scheiße labern. Und das werde ich. Viele Leute haben dann, nachdem sie das gesehen haben, auf Twitter extremst negativ auf diese Aussage reagiert. Deswegen wagen wir heute einfach mal den Deep Dive und versuchen, beide Seiten dieses Konflikts zu beleuchten und zu klären, ob es in Ordnung ist im Generellen, AfD-Wähler aus seinem Twitch-Chat zu verbannen oder eben auch nicht. Twitter-User Dragorankar schreibt beispielsweise folgendes. Annie the Duck unterstützt also die Demokratie nicht. Interessant. Hashtag lösch dich. Diese Aussage ist leider kein Einzelfall, sondern ähnliche Aussagen finden sich zuhauf auf Twitter. Der erste Punkt, mit dem Annie the Duck also torpediert wird, ist, dass sie die Demokratie und damit einhergehend die Meinungsfreiheit nicht unterstützen würde. Wenn man ehrlich ist, kann man dagegen relativ schnell ein Gegenargument finden, wenn man sich etwas mit der Materie rund ums deutsche Grundgesetz beschäftigt. Vorab sei aber mal zum Besseren. Nur weil der Staat demokratisch handelt, heißt nicht, dass du deinen Twitch-Kanal demokratisch durchführen musst, sage ich mal. Das ist ja übel, also jetzt bei Real Talk, das ist doch übel dumm. Also dann kann der Twitch-Chat sozusagen darüber entscheiden, was du machst oder wie, weil es ja die Mehrheit, die abstimmt oder so. Also finde ich los. Verständnis folgendes gesagt, weil es wird jetzt dezent trocken. Jedes Grundrecht beinhaltet neben der positiven Funktion auch ein spiegelbildliches Gegenrecht, welches im Gegensatz zu den im Grundgesetz aufgeführten Rechten auch auf negative Weise ein Abwehrrecht bietet. So fällt es sich dann bei der Meinungsfreiheit beispielsweise. Im Buch Grundrechte, verfasst von Morlock, welches in der 7. Auflage im Jahre 2019 im Nomos Verlag erschien, schreibt der Autor auf Seite 137, Randnotiz 216, nämlich folgendes. Die negative Seite der Meinungsfreiheit ist die Freiheit, die eigene Meinung nicht preisgeben zu müssen. Die Rechtsprechung sieht einen Eingriff in Artikel 5 Absatz 1, ja, Satz 1 Grundgesetz, aber allenfalls in dem Zwang, eine fremde Meinung als eigene zu verbreiten, nicht aber darin, der Verbreitung einer fremden Meinung ein Medium bieten zu müssen. Um das Ganze zu untermauern, habe ich natürlich noch eine zweite Quelle rausgesucht. Dieses zweite Beispiel finden wir nämlich in Grundrechte von Epping. Ich beziehe mich dabei auf die 8. Auflage, welche im Springer Verlag erschien. Ein weiteres allgemeines Problem, das vor allem bei Artikel 4 Absatz 1 und 2... Alter, was das ist für ein langer Text, den er jetzt hier gerade eben... vorliest, holy shit, das ist ja halbe Bibel. Grundgesetz oder? Und Artikel 9 Grundgesetz also, relevant wird, ist die Frage nach der Anerkennung sogenannter negativer Freiheit. Ey, Leute, an jeden, den ich jetzt noch nicht Hallo gesagt habe, ich grüße euch, Steinadler, Erik, Tom und so weiter. Schön, dass ihr da seid, freut mich wirklich sehr. Wie gesagt, meine Meinung wird auch wahrscheinlich nach dem Video so sein, dass ich alles akzeptiere und ich kann es verstehen, wenn man Leute bannt, die einem nicht so ins Bild passen. Ist halt so. Und dementsprechend, ich fühle die Thematik dahingehend nicht so. Ich bin da mehr der Ansicht von Annie the Duck, bin ich ehrlich. Damit ist das Recht gemeint, die gewährte Freiheit gerade nicht zu bestätigen. Also,
am Beispiel des Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, keinen Glauben zu haben, einen Glauben nicht zu bekennen bzw. seine Religion nicht auszuüben. Das Bundesverfassungsgericht leitet im Einklang mit weiten Teilen des Schrifttums die negativen Freiheiten mittels eines Umkehrschlusses aus den nach dem Wortlaut gewährten positiven Freiheiten ab. Die generelle Anerkennung einer negativen Seite der Freiheitsrechte ist nicht unproblematisch. Deutlich wird dies vor allem dann, wenn, wie im Fall des zweiten Kopftuchurteils, die positive und die negative Seite eines Freiheitsrechts miteinander kollidieren und so die im Verfassungstext in keiner Weise verankerte negative Seite zur Einschränkung der positiven Seite führen. Das ist natürlich auf den ersten Blick ziemlich anstrengend zu lesen und auch zu verstehen. Aber um es dann nochmal ohne juristische Nomenklatur zu formulieren. Das Grundgesetz gewährt Menschen die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie der Verbreitung einer fremden Meinung eine Plattform bieten wollen oder eben nicht. Und genau das sagen diese beiden Quellen an sich aus. Und dabei muss ich darauf aufmerksam machen, dass es der generelle Konsens im juristischen Schrifttum ist. Sprich, das ist eigentlich die allgemein herrschende Meinung dazu, wie auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat. Ein ganz smarter Twitter-User hat sich dazu allerdings aber auch nochmal geäußert und hat es versucht, in einer Reihe von Tweets ein bisschen besser darzustellen. Deswegen gebe ich euch jetzt mal die verkürzte Fassung davon. Der User Kranken0206 sagte nämlich zu der ganzen Thematik Folgendes. Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte gegenüber dem Staat und wirken vertikal, also im Verhältnis Staat zu Bürger. Dabei ist der Staat grundrechtsverpflichtet und der einzelne Bürger grundrechtsberechtigt. Untereinander können die Bürger sich grundsätzlich nicht auf die Verletzung von Grundrechten berufen. Dazu gibt es dann noch einen zweiten Teil, wo er Folgendes sagt. Man kann also die Ansicht haben, dass in einem Twitch-Chat auch die fremdenfeindliche Politik der AfD Platz haben soll und das so handhaben. Und man kann auch sagen, dass man es nicht gut findet, wenn das bei anderen nicht der Fall ist. Für mich ergibt sich daraus nämlich dann folgendes Problem bzw. auch die Lösung. Twitch und seine offerierten Dienste sind keine staatlichen Institutionen. Somit kann das Grundgesetz darauf gar nicht wirklich angewandt werden und man kann davon auch nicht sprechen, dass das Grundgesetz durch Twitch irgendwie eingeschränkt wird, weil es einfach kein staatliches Organ ist. Deshalb kann man hier gar nicht von Grundrechtsverletzung oder Einschränkung der Meinungsfreiheit im Sinne des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz sprechen. Wir sollten uns dann allerdings die Frage stellen, was das denn für uns im Generellen im Umkehrschluss bedeutet. Es ist an für sich exakt das, was Kranken0206 bereits gesagt hat. Der Artikel 5 Grundgesetz gewährt uns die Meinungsfreiheit, aber eben auch nicht jeder einzelne Meinung Raum bieten zu müssen. Was man dann jetzt aber genau davon hält, das steht auf einer komplett anderen Seite, welche ich jetzt versuche ein bisschen zu beleuchten. Okay, also letztendlich, das was Anita da gemacht hat, ist in Ordnung, kann man machen, weil das greift ja nicht das Grundgesetz und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst ja jetzt schon Bescheid, mittlerweile hat man es ja gehört. Ich persönlich finde es gerade ein bisschen too much, holy shit, aber er hat sich auf jeden Fall gut informiert, was das angeht. Aber, also ich bin jetzt gespannt, wie er das sieht, was seine Meinung ist. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt eine reflektierte Meinung ist, wo er dann auch später noch dahinter steht. Ne? Mal schauen. Also wie gesagt, ich persönlich bin da nicht Tims Meinung. Ich finde, jeder kann mit seinem Twitch-Chat machen, was er will. Wenn ich persönlich die AfD sowas von scheiße finde, dass ich nicht mal irgendwie ein Wort von dem dulde, dann würde ich die auch wegbannen. Mache ich jetzt nicht, ne? Aber weil es mich auch nicht juckt, was ihr wählt. Leute, ihr könnt wählen, was ihr wollt. Ihr müsst auch niemandem sagen. So. Ich persönlich bin beispielsweise gar kein Fan davon, sich einen möglichen Diskurs mit AfD-Wählern zu entziehen. Für mich ist es nämlich viel wertvoller zu versuchen, die politisch extremistischen Ränder zu schwächen, indem man spezifische Themen wie zum Beispiel die Flüchtlingspolitik eben nicht exklusiv der AfD überlässt, sondern eben jene in die Mitte der Gesellschaft trägt und diese dann zusammen dort diskutiert. Ich hätte in diesem konkreten Fall, wenn es auf meinem Twitch-Kanal passiert wäre, die betroffene Person nämlich nicht gebannt, sondern hätte sie gefragt, warum er die AfD wählt. Weil im Endeffekt denke ich, dass ihr euch alle relativ schnell vorstellen könnt, was mit solchen Leuten passiert, wenn man die einfach wegbannt. Die nehmen dann nämlich genau so ein Verhalten als Vorwand und stecken sich selbst, was die AfD übrigens sehr gut beherrscht, einfach in die Opferrolle. Zudem hätte mich einfach im Generellen interessiert, warum der überhaupt in meinen Livestream kommt, da ich meine eigene Meinung relativ häufig preisgebe. Ist er jetzt nur da, um Äußerungen zu tätigen, welche ich nicht toleriere, also will er mich eigentlich nur trollen? Oder möchte der vielleicht einfach nur meinen Content genießen? Ihr merkt dabei schon, dass beide Fragen zum komplett anderen Ausgang führen. Wenn er dann zum Beispiel herablassende Kommentare gegenüber der LGBTQ-Community, People of Color, Frauen oder Rassismus im Generellen gedroppt hätte, ja, dann hätte der relativ schnell Probleme bekommen, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn er das aber nicht macht und mit allen mitdiskutiert, ja, dann passiert doch einfach gar nichts. Und da muss ich dann einfach sagen, sowas kann ich doch nur in Erfahrung bringen, wenn ich als Creator doch Fragen stelle und nicht einfach die Person instant wegbanne. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe Annie the Duck in dem Sinne, dass sie radikalen Äußerungen keine Plattform bieten möchte. Und da stimme ich ihr eigentlich komplett mit überein, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Also ich find's schwierig. Es ist mal so, muss ich auch ehrlich sagen. Weil zum einen kannst du sagen, ja, der Diskurs ist wichtig und es ist auch wichtig, sich mit der Person auseinanderzusetzen, um den halt sozusagen vielleicht zu überstimmen oder seine Ansicht preiszugeben. Das Problem ist, manche sind halt so verhärtet und da hast du auch gar keine Intention, gar keine Lust, da weiter drauf einzugehen, dann bannst du den halt weg. Ich finde noch nicht mal, dass das jetzt so ein überkrass schlimmes Thema ist. Ich meine, da wurde mal eine Person mal weggebannt, die geschrieben hat, dass sie der AfD wählt oder sowas. Ganz ehrlich, wie juckt denn das? Das ist Twitch, dann erstellt er sich halt einen neuen Account und schreibt was anderes rein. So.
Aber gut, ist halt immer Ansichtssache, ob das jetzt ein Thema wert ist oder nicht. Ziehen, dass sie als Frau mit Migrationshintergrund ein grundlegendes Problem mit der AfD besitzt. Wie gesagt, Anni, ich habe auch einen Migrationshintergrund und ich teile deine Meinung. Ich verstehe dich da absolut. Aber im Endeffekt hätte ich diesen Menschen persönlich nicht direkt gebannt, weil generell versuche ich so etwas Subjektives wie... Also wie gesagt, ich hätte die Person auch nicht weggebannt, weil ich finde, hier kann jeder mal was reinschreiben. Ich persönlich finde jedoch, man sollte trotzdem aufpassen bei dem, was man schreibt. Dass man jetzt eine AfD wieder ist, ganz ehrlich, das könnt ihr reinschreiben. Das juckt mich doch nicht. Ihr könnt sonstiges Zeug hinschreiben. Solange ihr keine irgendwelche rassistischen Äußerungen macht oder so, ist das ja egal. Ne? Also meine Opinion. Aber wenn das Anni, ich sag mal so, wenn Anni jetzt das so handhabt, dann darf sie das. Dann hat sie das gute Recht. Und deswegen, eigentlich geht es ja bloß um die Thematik. Ich persönlich finde, sie hat das gute Recht, in ihrem Twitch-Chat alles zu machen, was sie will. Und wenn dann niemand mehr ihre Streams schaut, dann hat sie selber Pech gehabt. Aber sie kann alles machen, was sie möchte, weil sie dieser Kanalführer ist, sage ich mal. Meinung eines Menschen aus den Streams rauszuhalten. Wenn es dann aber trotzdem mal zu einer politischen Diskussion und zu verwerflichen Aussagen, welche ich alles klar, das ist sehr, sehr nicht toleriere, kommt, dann fliegt die Person auch eigentlich relativ schnell aus meinem Chat raus. Okay, jetzt schreiben ganz viele Six rein. Frag mich nicht, warum. Wenn das ein Bot ist, dann ist es ehrlich gesagt ein bisschen lost. Ich selber habe natürlich auch... Ey, die könnt ihr dann auch weg. ...auch meine präferierte Partei. Nur die in meine Streams dazu eben Spaß zu haben, sich auszutauschen, zu informieren und vielleicht auch mal gemeinsam zu diskutieren. Ich bin im Endeffekt keine Agitationszentrale von Partei XYZ und versuche immer die Meinung anderer zuzulassen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem lasse ich diese Meinung immer zu, solange diese sich im Rahmen der von mir für meinen Channel aufgestellten Regeln wiederfinden können. Ich finde, dass man damit dann am Ende gar nicht wirklich ein eindeutiges Urteil fällen kann, da dies natürlich auch irgendwo stark von der eigenen Meinung abhängt. Fakt ist definitiv, dass Anni so handeln darf, wie sie es getan hat. Der Akt des Bans eines Users im Twitch-Chat ihres Kanals stellt einfach keinen Verstoß gegen das Grundgesetz dar. Anni the Duck ist einfach kein staatliches Organ, genauso wenig wie Twitch, und kann damit überhaupt nicht das Grundgesetz einschränken. Ob man dann im Endeffekt den Diskurs mit dem AfD-Wähler zulässt, ist einem also selbst überlassen. Ich persönlich würde immer den Diskurs, also zumindest sich, solange an bestimmte Regeln gehalten wird, suchen und diesen Menschen eine Partizipation an einer Diskussion einfach nicht verwehren. Ja, war gar nicht mal so einfach, aber wie ist eure Meinung dazu, zu diesem mega schwierigen Thema? Wir sehen uns wie in meiner Kommentarspalte. Haut rein! Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ihn verstehen. Ich finde das Video auch an sich gut. Ich weiß nicht ganz genau, also wie gesagt, das ist wirklich, zum einen kann man das eine verstehen, zum einen kann man das andere verstehen. Das hatten wir jetzt gerade eben mal ja schon kurz besprochen. Oh, ich mach kurz Hintergrundmusik an. Das haben wir ja gerade eben noch besprochen. Es ist halt einfach so, ich finde... Jeder Twitch-Streamer kann einfach über das bestimmen, was sein Kanal anbelangt. So, und wenn da jetzt jemand das nicht passt, dass dort AfD wieder geschrieben wurde, dann von mir aus kann man den bannen. Das ist doch scheißegal. Jeder kann seinen Twitch-Chat machen, was er will. Da kann von mir aus auch positive Kommentare bannen. So ist halt aber dann sein Problem, wenn er damit Pech hat, ne? Ich finde, da sollte jetzt kein großes Fass aufgemacht werden, weil das hat ja jetzt nichts mit Zensur oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach was damit zu tun, dass man einfach vielleicht nicht will, dass jemand sowas schreibt. Vielleicht hattet ihr auch gar kein Interesse, dass der AfD wieder ist, ne? Klar, jetzt die Aussage zu tätigen, dass jeder AfD-Wähler Rassist ist, ist jetzt auch nicht so richtig, ne? Aber, ganz ehrlich, jeder sollte das machen, worauf er Bock hat, und wenn er Bock hat, die Leute dort zu bannen, dann ist es halt so.